eine Fahrt. Gegenlicht ist nicht so schön. Hier haben wir einen Kiosk gestanden. Rechts, das ist Schüttmaterial aus dem Bunker. Das ist die Brücke der Rheinischen Strecke, die kommt bald weg. Ja, schlechte Sichtverhältnisse zum Moment. Habe ich nicht mitbedacht. Auf dieser Seite ist die Bahnhofshinterfahrung fast fertig. Links steht noch Gemäuer. Der Persermarkt. Hier dachte ich, könnte man durch, aber der Weg endet durch. Das sind Garagenhöfe hier. Dieser Stuhl neben der Brücke hat mal ein Bahnbetriebshaus gestanden. Ich vermute mal, dass das hier auch noch wegkommt. Das ist eine Ölsperre wegen der Baustelle. Links sieht man so eine Garage. Nochmal ein Blick auf die Brücke von der anderen Seite. Gehen wir mal rüber. Ziemlich hoher Wasserstand im Moment. Der Eugrichterturm versteckt sich fast beim Wind. Das Gehäuse hätte ich gesagt, das Haus ist Gebäude. Da vorne gehörte mal zur Akku, ansonsten ist hier alles weg von der Akkumulatorenfabrik, soweit ich sehe. Existiert noch ein Betrieb, Rocker, aber die brauchen nicht viel Platz. Die stellen den Bezug, die Batterien her, so viel ich weiß. Ja, hier befand sich wohl auch mal ein Gleis, was zu Akku führte. Das war die Mauer. Ansonsten große Baustelle. Heute noch einen Blick auf die andere Seite werfen, wo die Straße dann lang führt. Vielleicht bleibt der Persermarkt stehen. Dann müsste die Straße hier durchfahren. Aber er soll ja zur Rheinischen Strecke führen, der Arm. Dann ist das Haus doch im Weg. Schade drum. Gehen wir weiter. Prost. Scheint noch einiger Betrieb zu sein, nach den vielen Autos zu urteilen. Die Agentur für Arbeit im Hintergrund. Für Arbeit habe ich das letztens genannt. Die rücken ja nicht viel Arbeit raus, habe ich gehört. Ja, der Lärmschutzwall enthält wohl auch viel Schwermetall, Akkufabrik, hübsch verpackt. Wo will man hin mit dem Zeug?
gegenüber das Grote Center vor der Villa Poss. Das war die Villa Poss. Dort geht es Richtung Grote Center. Links haben wir McFit. Und da geht es dann zur Bahnunterführung an der Weringhauser Straße. Hier an der Ecke schönes altes Gebäude, nur der Dachbereich ist kriegszerstört und nicht so hübsch wieder aufgebaut, wie es vorher aussah. Kleiner Stau, das kennt man schon. Links. Kommt dann irgendwann auf die Bahnhofsinterfahrung. Gehen wir über die Brücke. Sieht aus wie Stein, klingt aber anders. Vorne sieht gut aus. Vorsicht, nass teilweise. Ja, das war's erstmal.